Genau, dann wieder mal herzlich willkommen bei Dragon Age Origins. Wir sind jetzt in Lothering und stehen vor der Kirche. Ja, dann gucken wir mal rein. Gut, ich bin in einer Kirche. Ich war schon ewig nicht mehr in einer Kirche. Eigentlich mag ich Kirchen nicht. Gut, also mir wurde gesagt, dass die Kirche voll von Flüchtlingen ist. Also ich sehe da noch sehr, 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 sehr viel Platz. Na, schauen wir mal. There's word of darkspawn stragglers, but no sign of the main horde. We are the only hope of protection this village has now, and I will not abandon them. That is all. May the Maker have mercy on us. Okay, das ist der Sir Brian. Ey, ein schöner Mann. Schöne fremde Mann. Also, sie haben von einzelnen Darkspawns gehört, aber nichts von der Horde. Und sie sind der einzige Schutz, den dieses Dorf noch hat. Und er wird es nicht im Stich lassen. Das wäre alles. Möge der Erbauer über uns wachen. Nein, Gnade mit uns haben. Na, reden wir mal mit ihm. Hi. Yes, my lady. Who might you be? Oh, ein Charmeur ist er auch noch dazu, der schöne Mann. Schöne fremde Mann, du bist lieb zu mir. Ja, meine Lady, wer könntest du wohl sein? Ich bin der graue Wächter Elin. Nenn mich einfach Elin, niemand wichtiger oder entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nenn mich Elin. I am Sir Bryant, commander of Lothering's remaining Templars. You don't seem like the other refugees. Are you one of Arl Eamon's knights? Ob ich ein Ritter vom Arl Eamon bin? Schaue ich aus wie ein Ritter? Ich schaue doch nicht aus wie ein Ritter. Gut, also er stellt sich vor als Sir Bryant, der Kommandant der verbliebenen Templer. Und meint jetzt, ich sehe nicht aus wie die anderen Flüchtlinge, ob ich ein Ritter vom Arl Eamon bin. Und wenn ich es wäre, ich bin ein grauer Wächter, kommen viele dieser Ritter hierher. Und wenn ich es wäre? I tell you what I told the others. Nothing here will assist your quest. The urn of sacred ashes is a myth. Er würde mir erzählen, was er den anderen auch erzählt hat. Nichts hier wird mir helfen auf meiner Quest. Die Urne der heiligen Asche ist ein Mythos. Gut, schauen wir mal, was wir fragen können. Sind viele Ritter hierher gekommen? Was ist die Urne der heiligen Asche? Gut, ich bin keiner seiner Ritter, was ja eigentlich offensichtlich wäre. Oder ich bin ein Grauwächter. Ich frage ihn mal, was ist die Urne der heiligen Asche? A mythical relic of Andraste. One of the Arl's knights, Sir Donal, is here searching for fantasies while... Never mind. Ask him if you care about this foolishness. Also, die Urne der heiligen Asche ist ein mythisches Relikt. Und ein Ritter ist da, der auf der Suche nach dieser Urne ist. Und er meint, er sucht nach Fantasien. Aber egal, wenn ich mich dafür interessiere, soll ich ihn fragen über diese Narrheit. Okay. Ich sollte gehen, ich brauche Informationen. Die Lage im Dorf scheint schlimm zu sein. Kannst du mir irgendwie helfen? Ich bin ein grauer Wächter oder über diese Banditen. Ja, die Banditen, genau. Maker's Breath, how many times must we drive them off? Maker's Breath, Erbauers Atem. Erbauers Odem, klingt besser. Erbauers Odem, wie oft müssen wir sie noch vertreiben? Gar nicht mehr. Die liegen jetzt dort als... War ich dort und habe die Sachen geholt?
Muss ich dann gleich nachschauen. Ja, ich könnte jetzt anlügen und sagen, sie haben mich beraubt, ich verlange Ausgleich. Ich könnte ihm sagen, ja, dass ich sie getötet habe und dass sie ihn nicht mehr belästigen werden. Oder ich könnte ihm sagen, du musst besser die Straßen bewachen. Ja, ich habe sie getötet. All of them? By yourself? It's true. I saw it from my post. It was over so fast, we didn't even have time to get over there. Sad that it needed to come to that. But then they asked for it. Will you accept a small reward for your service? Na sicher doch. Also fragt mich ganz überrascht, alle Banditen? Du allein? Nein, nicht wirklich. Dahinter stehen noch da ein paar Companions, die ich da mit habe. Aber sei mal dahingestellt. Dann kommt der andere Templer daher, meint, er hat's gesehen, aber es ging alles so schnell, dass er zu spät kam, dass sie nicht mal hinkamen, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, weil wir haben ja dazwischen sogar noch mit diesem Gentleman gesprochen und ich bin fast gestorben. Gut, also dann sagt er, es ist halt schade, dass es dazu kommen musste, aber sie haben vermutlich darum gebettelt und ob ich eine kleine Belohnung akzeptieren würde. Danke, ja sicher. Ich könnte ihn überreden und sagen, ich könnte noch weiter ein Auge offen halten bezüglich Probleme, wenn du mich bezahlst. Oder nein, danke, dein Dank ist mir genug. Nicht nötig, dein Dank ist mir genug. Na sicher nicht. Her damit. If it interests you, there is a chanter's board outside full of quests that need doing. The chanters even offer pay for some of them. Now, unless there's something else you need. Er macht mich jetzt aufmerksam auf diese Tafel des Kantors und die sei voll von Quests. Ich habe nur einen gefunden. Dieses Bandits, Bandits everywhere. Also Banditen, Banditen überall. Schauen wir mal raus, ob da vielleicht wirklich noch weitere Quests sind, nachdem ich in der Kirche war. Nachdem ich diese Kirche hinter mich gebracht habe, obwohl du ja ein schöner Mann bist. Also ich meine, momentan fühle ich mich noch nicht so unwohl. Gut, also was war das jetzt? Ja, genau. Ob ich noch was brauche? Schauen wir mal. Ja, kannst du mir helfen? Ich bin ein grauer Wächter. I see. That is certainly worthy of notice. Tan Logain declared all Grey Wardens traitors responsible for the King's death. Was? You know this, I hope. Der Logain hat die grauen Wächter zu Verrätern erklärt und sie seien verantwortlich für den Tod des Königs. Er hatte gehofft, ich weiß davon. Dieser hirnverfickte Ball. Nein, ich wusste nichts davon. Die grauen Wächter haben nichts dergleichen getan. Er behauptet, dass wir verantwortlich wären. Du wirst nichts über mich sagen. Ist das klar? Okay, nein. Er behauptet, dass wir verantwortlich wären. And set a bounty on any who survived. I don't believe the Grey Wardens would be as careless or malicious as the Tan claims. But either way, there it is. It is best you not linger, though. Just in case. Okay, und er hat ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Also auf alle überlebenden grauen Wächter ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Nice. Er glaubt zwar nicht, dass die grauen Wächter das getan haben, also weder, dass sie so dumm oder so böse wären, dass sie das getan hätten, aber die Situation ist nun mal, wie sie ist, und ich sollte besser nicht allzu lange verweilen, nur für den Fall. Gut. Kannst du uns nun helfen? I cannot openly help you, I fear, but here, take this key. It opens the large cabinet on the far wall. There is more there than we can carry when we evacuate, so take what you need. Okay, er kann jetzt auch nicht offen helfen, aber er gibt mir den Schlüssel zu einem Kabinett. Und da sie so und so nicht alles mitnehmen können, wenn sie evakuieren, kann ich mir nehmen, was ich brauche. So. Gibt es da noch was Interessantes, Informationen? If the matter is important, certainly.
Bist du hier verantwortlich? The revered mother leads this flock. I merely command her Templars. Normally, our role is to protect the Chantry and seek out unsanctioned magic. For now, it is all we can do to protect the innocent. Also, die verehrte Mutter ist hier verantwortlich. Er ist nur verantwortlich für die Templer. Und normalerweise beschützt er die Kirche und sucht nach, nach illegalen Magiern. Aber jetzt ist das Einzige, was er tun kann, die Unschuldigen zu beschützen. Und was ist, wenn du einen solchen Magier finden würdest? Wie kämpfen Templer gegen Magie? Wo finde ich die verehrte Mutter? Und bist du der einzige Schutz, den dieses Dorf noch hat? Was, wenn du so einen Magier finden würdest? Let us pretend that I was such a mage. What would you do to me? I have no time to even think about such things right now. My concern is protecting these people. I see nothing threatening them other than the Darkspawn. Die Morrigan fragt natürlich, und mal angenommen, ich wäre so eine Magierin, was würdest du mit mir tun? Er sagt, er hat keine Zeit, sich darum zu kümmern. Sein einziges Anliegen ist jetzt, die Leute zu beschützen, und er sieht keine andere Gefahr, außer die der dunklen Brut. Wo finde ich die verehrte Mutter? In her study, no doubt. Preparing what she will take when we eventually evacuate. Sie ist in einem Studierzimmer und wird vorbereiten, was sie mitnehmen wird, wenn sie evakuieren. Bist du der einzige Schutz, den dieses Dorf noch hat? Ist mir wurscht. I should go. Travel safely and may the Maker watch over you. Ich soll sicher reisen und der Erbauer soll über mich wachen. Ja gut, ich bin ja in einer Kirche. Ein Buch. Warum kriege ich keine 50 XP? Ich habe doch bis jetzt immer 50 XP gekriegt. Ah, da vorne steht einer. Sir Donald. Who? I beg your pardon. I did not see you approach. Sir Donald? Is that you? Alistair? By the Maker, how are you? I was certain you were dead. Not yet. No thanks to Tern Loghain. If Arl Eamon were well, he'd set Loghain straight soon enough. If he were well? What do you mean? The Arl is stricken with an illness that threatens his life. We have found no cure, either natural or magical. When did this happen? Only a few weeks ago, but he has declined quickly. No one knows the nature of the illness, and even magic has done little to slow its progress. Our only hope now is a miracle. Every knight of Redcliffe has gone in search of the Urn of Sacred Ashes. Andraste's ashes are said to cure any illness, but I fear we are chasing a fable. With each day, my hope dims. Es kommen Untertitel. Das will ich jetzt nicht rekonstruieren. Also. Ja, sie suchen nach der Asche, weil der Aal irgendwie krank geworden ist. Nach dieser heiligen Asche. Ich sollte gehen. Solltest du nicht vor der dunklen Brut fliehen? Ich hatte gehofft, den Aal Eamon zu treffen. Also hatte ich die Quest, also die Suche nach der Asche hergebracht. Erzähl mir mehr über diese Urne mit der heiligen Asche und... Dein Freund Sir Henrik ist tot. Ich habe etwas von ihm. Ah, das war der tote Templer da draußen. Ja, genau. What? And you have his locket? And a note? Maker's mercy. Thank you for giving me these. I would never have known otherwise. Ach Gott, ja, also danke, dass ich ihm die Sachen gegeben habe. Er hätte sonst nie davon erfahren. Gibt es vielleicht eine Belohnung dafür? Es tut mir leid um deinen Freund oder ich habe die Banditen getötet, die ihn getötet haben. Soll ich dafür eine Belohnung verlangen? Ja, warum nicht? A reward? Oh, of course. I hope a sovereign is sufficient. Thank you.
I wonder how many of us have met similar fates on this mad quest. Einen Sovereign hat mir gegeben, na cool. Ja, dann sagt er mal Danke und er fragt sich, wie viele von ihnen ähnliche Schicksale erlitten haben auf diesem verrückten Quest. Ich hatte gehofft, Al-Imen zu treffen. Why is that, if I may ask? Warum, fragt mich. Warum nicht? Wir brauchen seine Hilfe gegen Logan. Ich würde lieber nicht darüber sprechen. Wir brauchen seine Hilfe. I see. The Arl is a popular man, it's true. Tern Logain, however, is a hero throughout Ferelden. Whatever the Tern has done or not done, the Arl remains ill or worse. That is my primary concern. Also der Arl ist ein beliebter Mann, aber der Logan ist ein Held über Ferelden hinaus. Und was immer der Tern getan hat oder nicht getan hat, der Arl bleibt krank oder schlimmer und das ist sein primäres Anliegen. Gibt es einen Grund, nach Redcliffe zu gehen? Glaubst du, dass Logan involviert ist in die Krankheit des Arls oder hast du einen Ratschlag für mich? Glaubst du, dass Logan involviert ist? The Arl fell ill before the king died. But what if Logan planned that too? Oh, such thoughts do not sit well with me. We should see what's happening in Redcliffe ourselves. I believe that now more than ever. If nothing else, I am certain you would be welcomed at Castle Redcliffe. The Arlessa is there, and she could tell you more than I could. Also der Arl ist krank geworden, bevor der König gestorben ist. Aber was ist, wenn der Logan das auch geplant hat? Er will aber darüber nicht nachdenken. Und der Alistair meint natürlich, wir sollten selbst nachschauen, was in Redcliffe los ist. Er glaubt das mehr denn je. Ja, und er meint halt jetzt dieser Sir Donnell, dass wir willkommen wären im Schloss Redcliffe. Und die Alessa ist dort und sie kann uns sicher mehr erzählen als er. Erzähl mir mal mehr über diese Urne mit der heiligen Asche. Supposedly, the urn contains the ashes of the prophetess Andraste. Surely you know all this. Also die Urne beinhaltet die Asche der Prophetin Andraste. Und er geht davon aus, dass ich das alles weiß. Ich würde gerne hören, was du erfahren hast. Es erscheint mir einfach wie Zeitverschwendung oder... Vielleicht kann ich dir helfen. Vielleicht kann ich dir helfen. Nothing I have found leads me to believe that this was anything more than a quest of desperation. With Henrik gone, I need to return to Redcliffe. Perhaps later I will seek out the scholar his note mentions. But I must go. Thank you again, my lady. You have been most helpful. Also er hat nichts entdecken können, was ihn nicht annehmen lässt, dass das einfach ein Verzweiflungsakt ist. Und jetzt, wo der Henrik tot ist, geht er zurück nach Redcliffe und ja, er bedankt sich nochmal. Ich war sehr hilfreich. Cool. Na dann schauen wir mal weiter. And when the Maker spoke, chant of light scattered in the darkness. Praying for help from the prophet, they burned. And a God who has turned his back on you, not once, but twice. Let those who seek redemption be delivered. Let those who have sinned be forgiven. And when the chant spreads across all four corners of the world, let it rise at last to the ears of the Maker. Let him hear our unwavering faith. Let him hear our righteous dedication and enduring perseverance. And then shall the Maker return to us. And then shall the Maker return to the black city in heaven. And then shall the chant of light make it pure. Let all mankind be humbled. Let all repeat the chant of light. Only the word dispels the darkness upon us. When you call my name, it's like a little prayer. Predigen und Predigen, die muss ich mir jetzt nicht alle anhören. Da liegt ein Buch. Schon wieder keine 50 XP.
Okay, man bekommt also nicht. In der Kirche bekommt man keine 50 XP. Ein Geschenk. Ah, hört's auf zum Predigen. Ich fühle mich schon ganz unwohl da. Ah, das Kabinett. Was ist da drin? Heilpackungen. Sehr gut. Ah, hört's auf. Auf. Psst. Jetzt 50 XP. Na, wenigstens was. Da ist die verehrte Mutter. Verehrte Mutter, hi. Will you be making a donation to the Chantry, my friend? You look like you have salvaged more of value than most who make it here. Ob ich der Kirche was spenden will, ich schaue aus, als hätte ich mehr als die meisten da. Ich habe nichts anzubieten. Wer bist du? Welche Spende wäre denn akzeptabel? Was? Spenden an die Kirche? Fährst du? wer bist du? I am the revered mother of this chantry. Traditionally, those who seek my blessing tithe first. Also sie ist die verehrte Mutter dieser Kirche und normalerweise kommen die, die ihren Segen erfahren wollen. Welche Spende wäre denn akzeptabel? Might I suggest 30 silver? 30 silver? Okay, ich habe nichts anzubieten. Tut mir leid, aber ich habe nur 10. Okay, da hast du 30 Silber. Ich gebe dir 5 Sovereigns. Vielleicht sollte ich gehen. Ich sag mal, es tut mir leid, ich habe nur 10. One out of one is a more generous gift than 10 out of thousands. What can I do for you then? 1 aus 1 ist ein großzügigeres Geschenk als 10 aus 1000. Was kann sie tun für mich? Och, die ist so heilig, die Frau. Nichts Wichtiges. Ich bin ein grauer Wächter und brauche deine Hilfe oder ich hatte gehofft, deinen Segen zu erfahren. Ich bin ein grauer Wächter und brauche deine Hilfe. A Grey Warden? Here? Oh dear. You put me in a difficult position. You must know that Tern Loghain declared the Grey Wardens to be outlaws. Ich bringe sie in eine gefährliche Situation, in eine schwierige Situation. Ich muss wissen, dass der Tern Loghain uns zu Gesetzlosen erklärt hat. Also die Grauen Wächter, das habe ich gehört. Aber es war Loghain, der den König betrogen hat. Oder warum sollte ich mich um die Lügen von diesem hirnverfickten Loghain kümmern? Das habe ich gehört, aber es war Loghain, der den König betrogen hat. Tern Loghain? That is as hard for me to believe as his condemnation of the wardens. There is a price on your head. Lay low, and I promise to keep your presence a secret. That is the best I can do. Now, if there is nothing else? Also, sie glaubt auch nicht, dass der Tern Loghain den König betrogen hat. So wenig, wie sie glaubt, dass die Grauen Wächter den König betrogen haben. Ja, entscheid dich mal, Frau. Ja, sie kann nichts tun für mich, außer dass sie meine Anwesenheit geheim hält. Kannst du gar keine Hilfe anbieten? I cannot help you without risking the safety of this village in Chantry. The best I can do is keep your presence a secret. I am sorry. Now, if there is nothing else. Es tut ihr furchtbar leid, aber sie würde ihre Kirche und ihr Dorf in Gefahr bringen, würde sie mir helfen. Und wie gesagt, das Einzige, was sie tun kann, ist, meine Anwesenheit geheim zu halten. Ich gehe dann mal. Tschüss, du Gurke. May the Maker guard you, Grey Warden. Dieser hübsche, schöne Mann da hinten hat mir zumindest einen Schlüssel gegeben. So, ich hoffe, da ist jetzt nichts mehr. Aus! Da ist nichts mehr. Ich will da raus. Ich höre nichts. Geht schon. Raus aus der Kirche. Tschack. Puh. Ja. Also der Sir Bryant, ich glaube, so war sein Name, war ein Lichtblick. Alles andere da drinnen war einfach nur zu kirchlich. Einfach zu kirchlich. Gut, ich würde sagen, wir machen im nächsten Teil weiter mit diesem kleinen Dörfchen Lothering und hoffen, dass wir nicht mehr in diese Kirche zurück müssen. Bis dann.